der Yangtze. Größter Strom Chinas, drittgrößter der Welt und eine der Lebensadern des Landes. Bei einer Kreuzfahrt wird er für 4 Tage den Gästen Führer in die Zukunft Chinas und zugleich in seine Vergangenheit sein. Für Chinesen ist der Yangtze nicht einfach nur ein Fluss, sondern eine kulturelle Größe. Die Zukunft stellt sich gleich nach der Abfahrt in Yichang wie ein unüberwindbares Hindernis in den Weg. Der Drei-Schluchten-Staudamm, für die einen ein Umweltfrevel, für die anderen Voraussetzung für eine wirtschaftliche Zukunft Chinas. Auf dem Gelände mit dem Denkmal für die Ingenieure und Arbeiter spürt man, wie stolz der Großteil der Chinesen auf das Bauwerk ist. Mehr als 3 Stunden dauert es, bis das Passagierschiff durch die 5 Kammern der Schleuse auf das Niveau des aufgestauten Yangtze hinaufgeschoben ist. Jede der 5 Schleusenteile bringt etwa 15 Meter Höhe. Bis zu 6 große Schiffe passen in eine Kammer. Wenn sich dann das letzte Schleusentor öffnet, liegt der Yangtze wie ein gewaltiger See vor dem Schiff. Überall fahren schwer beladene Lastschiffe auf dem Strom hinauf und hinunter, versorgen über diese Lebensader das Innere Chinas. Das Stück stromaufwärts hinter dem Drei-Schluchten-Staudamm ist das landschaftlich schönste. Die Gästeführer auf dem Schiff weisen ständig auf die Attraktionen links und rechts am Ufer hin.